Hi, ich bin Livi und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute die Klamotten, die ich so in letzter Zeit gekauft habe. Also ungefähr so Januar, Februar, März, April und jetzt auch Mai. Da waren wir auf Gran Canaria, da habe ich ein bisschen was gekauft. Dann hatte ich Geburtstag. Wir waren in Dresden und tatsächlich jetzt nochmal in einem Outlet. Ich würde sagen, wir legen auch einfach mal los. Wie gesagt, es ist auch immer ein wenig mehr, weil ich die über Monate hinweg sammle und euch dann präsentiere. Wir starten mit dem Blazer. Den habe ich aus einem Esprit-Outlet. Der ist knallorange und ich muss ehrlich sagen, ich liebe den. Ich habe den in der Größe 42 genommen, also auf jeden Fall größer. Ich glaube, der hat noch so 12, 13 Euro gekostet. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, können auch 15 gewesen sein. Man kann den auch zumachen, aber ich kaufe den ja wie gesagt immer größer. Das sieht dann, finde ich, immer nicht so aus, wenn man den zu groß kauft und schließt den dann. Weiter geht's mit der Hose, die ich trage. Die ist von C&A. Die habe ich auch viel größer gekauft, weil das eine Mom Jeans ist. Und Mom Jeans passen mir nie, deswegen habe ich die größer genommen. Und ich würde euch das mal kurz demonstrieren. Ich kaufe mir die Hosen dann immer viel zu groß, also ihr seht, die passt überhaupt nicht, aber weil es eine Mom Jeans ist, ist die immer sehr eng am Po geschnitten. Dann kaufe ich mir die so, dass die an den Beinen am Po super sitzt, vor allem halt am Po bei mir. Und dann mache ich hier oben einen Gürtel einfach drum und falte die Hose so ein bisschen zusammen. Man kann sie natürlich auch umnähen, da gibt es ganz viele Tutorials auf TikTok, but I'm too lazy for it. Es geht weiter mit einem sehr, sehr gewagten Outfit. Das würde ich aber auch eigentlich nicht so anziehen. Normalerweise kommt hier noch ein riesiger schwarzer Blazer drüber, um das wieder so ein bisschen zu erden. Den ziehe ich jetzt nicht an. Ich präsentiere euch jetzt einfach das, was ich mir gekauft habe. Und zwar, ich glaube bei Pull & Bear, wenn mich nicht alles täuscht, auf Gran Canaria. Einmal eine grüne Radlerhose und das passende Oberteil dazu. So, einmal das Oberteil gewechselt, denn ich habe auch noch das passende grüne Oberteil dazu gekauft. Und jetzt kommt, ich habe auch noch die passende Handtasche dazu. Also einmal in grün. Farbe ist ja sehr angesagt dieses Jahr. Ja, aber wie gesagt, ich würde es halt eher noch mit einem schwarzen Blazer anziehen, um so ein bisschen Farbkontrast auch reinzubringen. Bin ich mir nicht mehr sicher, woher die ist. Diese Tasche hier, die seht ihr übrigens auch auf Instagram bei mir. Also schaut da unbedingt vorbei. Ich heiße dort Livia_MLR. Und ich habe schon ganz, ganz viele Bilder damit gepostet. Und ich liebe diese Tasche, diese Farbe. Sie ist immer bei jedem Outfit ein Hingucker. Und wenn ihr die Bilder sehen wollt, dann das nächste Teil ist ein Jumpsuit von Mango. Der ist hier vorne zum Knöpfen. Hier nochmal so ein bisschen zum Binden. Ich weiß nicht, inwiefern man das sieht. Hier binden, hier knöpfen. Ich habe es jetzt falsch geknöpft. Ist ja schön weit an den Beinen. Was soll ich sagen? Also, er ist unheimlich bequem. Ich mag den super gern. Er sieht sehr schick aus. Ich habe dafür schon sehr viele Komplimente bekommen. Er war auch tatsächlich etwas teurer. Den habe ich in Dresden gekauft mit meiner Mama. Ich finde es auch schön, dass die Arme hier enden. Dadurch wird die Taille noch betont. Und mir ist es sowieso immer wichtig, dann ist es genau an der Taille zum Schnüren. Ja, man kann dazu coole Sneaker tragen. Ich blende euch auf jeden Fall Bilder ein. Wie gesagt, wie immer, schaut auf Instagram vorbei. Dann kennt ihr die meisten Sachen hier wahrscheinlich eh schon. Weiter geht's. Jetzt geht es nämlich um einen Trenchcoat. Gekauft habe ich den im Esprit Outlet. Ich hatte dort mehrere an. Einen dickeren mit doppelter Knopfleiste. Ein dunkelbraun. Also schon so ein paar habe ich probiert. Und der ist es geworden. Ich suche schon seit Jahren nach einem schönen Trenchcoat. Und ich glaube es selbst nicht, dass ich jetzt einen gefunden habe, der fast perfekt ist. Was sollte ein Trenchcoat haben? Ein Trenchcoat, den ich haben wollte, sollte das hier an den Ärmeln haben. Also so eine Schnalle. Geflattere hier. Geflattere da. Einen Gürtel. Und was zum Zumachen. Was mir nicht gefällt, dass es eine Knopfleiste ist. Also so. Ich hätte lieber eine doppelte gehabt, aber dann wäre dieser symmetrische Look von dem ja nicht so da gewesen. Der ist sehr lang. Ich habe jetzt natürlich eine weite Hose an. Aber ich liebe den, der hat so einen ganz angenehmen Stoff, ist sehr leicht. Ich habe den extra wieder mal größer genommen, damit ich noch was drunter ziehen kann. Gekostet hat er
79 Euro oder so, aber es gab bei Esprit nochmal 20% Rabatt, deswegen kann ich das schlecht sagen. Ich schreibe es euch wie immer einfach hin. Das Outlet in Ochtum. Jetzt habe ich es. Das ist ein Jeansanzug, der ist von Guess. Ich liebe den. Ich habe den gesehen, ich habe mich verliebt und ich bin einfach absolut happy, dass es was Schickes war. Aber ich denke, man kann es auch im Alltag anziehen. Man muss es dann nur richtig kombinieren. Jetzt habe ich es gerade schick kombiniert. Man könnte auch coole Sneaker zu anziehen, irgendwie eine Lederjacke drüber. Man kann es schick anziehen, Heels mit Blazer oder so. Es gibt zig Möglichkeiten, wie man den kombinieren kann, anziehen kann. Man könnte hier oben auch was drunter ziehen, also ein T-Shirt oder... Ich habe sowas Durchsichtiges, das könnte man auch drunter ziehen. Der ist weit am Bein. Ihr werdet es nicht glauben, aber der steht nicht mal hier ab. Ich habe den jetzt in der Größe M. Der Rücken ist halt schön gemacht. Und bei mir sieht man jetzt halt ein BH. Die Schuhe, dafür gehe ich mal ein Stückchen zurück. Die sind von Deichmann. Das sind solche Sling Heels, nennen die sich. Ich kann wahrscheinlich nicht drin laufen. Ich kann in gar keinen Heels laufen. Sie wirken aber sehr bequem, muss ich sagen, für Heels. Also sie sind nicht so extrem hoch. Und ich finde, solche Spitzenschuhe werten einfach jedes Outfit auf. Aber ich würde sie wahrscheinlich eher selten tragen oder mehr für Fotos. Es geht sportlich weiter und zwar mit einem Gymshark-Outfit. Einmal ein schicker Sport-BH, der ist ganz simpel. Ich habe mal wieder im Sale gekauft mit dem Gymshark-Logo drauf. Ganz schlicht, ganz einfach. Und ich wollte mal eine kürzere Sporthose haben. Und ich habe mich für eine Radlerhosenform entschieden. Zu kurz mag ich dann auch nicht, weil ich habe schon eine kurze Sporthose und da rutscht dann hin und wieder mal so ein bisschen was raus. Das ist nicht so angenehm. Deswegen habe ich mich für eine längere und schön hohe Variante entschieden. Ich finde die... super, super schön, muss ich ehrlich sagen. Hier an der Seite ist die offen. Ja, sie ist halt qualitativ, wie auch das Oberteil, wieder 10 von 10. Ich liebe Gymshark, das wisst ihr bereits. Wie immer, Gymshark sitzt recht eng. Es ist eine Leggings. Sie hat einen sehr strammen Stoff. Die hält alles da, wo es sitzen soll. Ich liebe es und ich finde, es sieht auch richtig toll aus. Ich habe jetzt auch noch ein Sportoberteil. Das ziehen wir mal kurz an. Einen Moment zuvor. So. Zack. Da ich muss. Schön reinstecken. Es ist einfach wie so ein kleiner Überzieher. Es ist ganz dünn. Das habe ich von Adidas. Auch aus diesem Outlet in Ochtum. Es ist super leichter, schöner Stoff. Manchmal hat man einfach Tage, finde ich, wo man jetzt nicht so Bock hat, vielleicht nur im Sport-BH im Gym zu sein. Und genau für den Tag wollte ich so eins mal haben, dass ich das dann einfach so drüber werfen kann. Und man fühlt sich halt ein bisschen angezogener, auch wenn man es jetzt nicht wirklich ist. Für die, die es gerne lang tragen wollen, was auch völlig in Ordnung ist, nur ich mache es nicht, jeder so wie er möchte. Da sieht das dann so aus. Nur man kann es halt auch unten reinstecken, also hier in die Leggings. Das mag ich immer nicht so, weil das dann ausbeult. Ich stecke meine Sachen immer in den BH oder Sport-BH in dem Fall. Ich hatte ja schon den Jumpsuit von Guess. Das war einmal auf jeden Fall ein Highlight. Dann der Jumpsuit von Mango. Das waren so meine Highlights. Und jetzt kommt ein Accessoire-Highlight. Ich habe sie gesehen und ich habe mich verliebt. Und es ist eine Handtasche. Das ist eine Handtasche von Guess. Ich habe sie tatsächlich noch nicht umgehabt. Ich habe sie jetzt auch erst relativ neu. Auch aus Ochtum. Ich zeige euch mal dieses wunderschöne Schmuckstück. Sie hat hier oben so einen Druckknopf. Jetzt kommen noch mal ein paar Sachen von meinem Freund. Die Sachen sind fast alle eigentlich aus Ochtum. Und zwar haben wir hier einmal ein Hemd von Guess. Ganz schlichtes, kurzärmeliges Hemd. Ich zeige euch hier nochmal das Muster. Nächstes Hemd haben wir ein Hilfiger Hemd. Das ist so wunderschön. Wenn ich euch sage, dass mein Freund sich das selbst rausgesucht hat. Ich bin so stolz gewesen. War ja eigentlich nicht so mit Klamotten. Ist nicht so sein Game, ist ja auch nicht schlimm. Aber ich hätte das wirklich auch rausgesucht. Und er hat es auch rausgesucht, weil...
Es ist auch ein kurzärmiges Hemd. Ich zeige euch mal das Muster. Dann hat er noch eine Hose von Hilfiger. Ja, die ist ganz, ganz dunkelblau. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das letzte Teil meines Freundes ist eine Jacke von Daniel Hechter. Auch aus dem Outlet. Also das von Hilfiger war auch aus dem Outlet. Ja, eine schicke weiße Jacke. Ich habe ein bisschen Angst wegen Vollkleckern, aber schick. Ja, was soll ich sagen? Das war mein Haul. Ich bin super happy. Es sind wirklich so schöne Sachen dabei. Ich weiß auch nicht, was mein Lieblingsteil ist. Also ich finde die Jumpsuit schön, die Handtasche. Über den Trenchcoat habe ich mich auch riesig gefreut. Auch die Sachen von meinen Freunden sind schön. Ich dachte, ich zeige die einfach mal mit. Schreibt mir mal gerne, wie euch das gefällt, wenn ich die Sachen auch zeige und nicht nur immer meine. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal für mehr. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Jetzt nochmal eine Randinfo für die Special-Leute. Ich habe einfach die Sachen gerade mit dem Steampod geglättet und habe das einfach abgefilmt, wie ich es gemacht habe. Ich habe den Steampod zum ersten Mal getestet. Also seid gespannt, das wird wahrscheinlich das nächste Video werden. Außer das Schminktisch-Video kommt vorher. Aber ich denke nicht, weil da brauche ich noch einen Spiegel. Aber dazu später. War nur ein kleines Update auf meinem Channel. Und wenn der Schminktisch da ist, dann gibt es noch eine neue Ankündigung. Ihr könnt euch freuen, auch wenn nicht so oft was kommt durch die Uni aktuell. Ich bin noch da.